wahr. Ja, das ist zu erheblichen Konflikten. Wir treffen einiger weniger. Es braucht Widerstand von unten, um dieses Treiben zu stoppen. Mit unserer ersten Rednerin. Bei allem Recht auf Selbstverteidigung ist es auch richtig, dafür zu sorgen, dass dieser Krieg aufhört und dass die militärische Logik nicht weiterführt und dass es nicht mit dem militärischen Sieg enden wird und dass es diplomatische Anstrengungen geben muss. Aber diese diplomatischen Anstrengungen, die müssen hinter verschlossenen Türen stattfinden, sonst geht das nicht. Das Ende des Blutvergießens, wer das fordert, ist kein Freund Putins. Es ist eine Frage der Humanität, das Blutvergießen zu beenden. Ich bin nicht dafür, ich bin dagegen, dass sich Deutschland militärisch immer mehr in den russisch-ukrainischen Krieg hineinziehen lässt. Ich halte es für hellen Wahnsinn, jetzt deutsche Raketen nach Russland hineinschießen zu lassen. Und dass das allein von verantwortlichen Leuten als Option bezeichnet wird, ist ein weiterer Bruch dieses Gründungsversprechens der Bundeswehr, von dem die Rede war. Und ich erinnere mich noch an die Zeit damals. Der Kalte Krieg war vorbei. Die Raketen verschwanden. Man hatte das Gefühl, endlich Frieden, endlich keine Angst mehr vor Krieg. Und wo stehen wir heute, 30 Jahre später, wieder in einer Welt, die in Flammen steht, wo im Nahen Osten ein großer Krieg droht, wo in der Ukraine seit 2,5 Jahren ein schrecklicher Krieg tobt, der sich auszuweiten droht, aus dem ein großer europäischer Krieg werden kann. Wir stehen wieder davor, dass US-Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert werden sollen. Und uns wird erzählt, dass sei alles normal und da brauche man nicht zu protestieren. Mein Gott, das ist doch ein Wahnsinn. Nein, wir dürfen nicht weiter in diese Richtung gehen, weil es ist verdammt gefährlich, was da passiert. Es muss endlich eine Verhandlungslösung geben, die die Interessen aller Seiten berücksichtigt. Es muss endlich der Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung eingeschlagen werden. Sonst wird der Krieg nicht enden. Sonst wird das Töten nicht enden. Damit wir einen anderen Weg erreichen können. Nein zu den US-Raketenplänen. Nein zu Kriegen und für Verhandlungen. Ganz, ganz herzlichen Dank.